So, aufgepasst, jetzt kommt's. Heute spiele ich für Team Pflanze mit einer Waffe aus einer Pflanze. Dem Klotzer, yeah! Auf Englisch heißt die Waffe Bamboozler, aber der Einzige, der davon bamboozelt wird, bin ich, weil ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wofür die Waffe eigentlich gut ist. Das wird wahrscheinlich eher so ein Joke-Part. Aber Banza, ist nicht jedes deiner Videos ein Joke-Part? Ich habe mich natürlich für den Dreifarbkampf angemeldet, aber letztes Mal war es ja so, dass ich 3 Stunden gespielt habe und 2 Dreifarbkämpfe hatte, von denen dann auch noch einer mittendrin abgebrochen wurde. Ich mache mir also nicht die allergrößten Hoffnungen. Außerdem ist momentan Team Wasser vorne, das heißt, wir wären wieder im angreifenden Team und nicht im verteidigenden. Naja, gucken wir einfach mal. Ich spiele die Runden ganz normal und falls ein Dreifarbkampf dabei ist, dann umso besser. So, was mache ich jetzt eigentlich hier? Robobombe ist mit am Start, die den Gegner eigenständig verfolgt. Dabei allerdings nicht sehr zuverlässig ist, also ich werde davon nur selten getroffen. Aber man kann den Gegner halt ein bisschen da weglocken, ne? So, mit dem Bamboozler hat man eine anständige Reichweite. Man kann die meisten Gegner outrangen. Aber dafür killt sie auch nicht mit einem Schuss wie die anderen Sniperwaffen. Und die Färbepower ist natürlich, naja, die lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich glaube, so zu schießen, schnell hintereinander, das bringt fast gar nichts. Ich glaube, da sollte man schon lieber aufladen. Dafür hat man es, beziehungsweise dafür geht es ja so schnell. Ja, ist da hinten einer? Cool! So, wenn die da oben da Stress machen, das ist ein Krabbenpanzer. Von wegen, von der Tinsuka erledigt. Ich glaube, ich gehe auch mal da hoch. Da habe ich eine gute Stellung und kann zielen. Mal gucken, dass von da hinten keiner kommt. Das ist aber die einzige Möglichkeit, die man auf dieser Map hat, ne? Entweder man kommt von hier oder von da. Oh komm, ich habe den doch eindeutig angefrackt. Mein Teamkollege hat sich drum gekümmert. Platz. Ja, die stellen sich aber nicht gerade so an, als wären sie in Führung. Natürlich verlieren wir wieder in den letzten 30 Sekunden, ist doch immer so. Okay. Ja, mit Punkte sammeln wird sie. Oh, mein lieber Gott. Was, der ist von mir gestorben? Wieso hat er so geleckt? 1 Minute noch. Oh, meine Robobombe ist abgeplatzt. Oh, die Range von dem Bamboozler ist aber doch gruseliger, als ich dachte, ne? Die ist gar nicht so schlecht. Jetzt müsste ich nur noch was treffen, aber das ist natürlich zu viel verlangt. Oh oh. Ah, ich habe keine Tinte mehr. Ich glaube, mein Kollege hat sich darum gekümmert. Yes. Komm nur her, du. Das ist die optimale Position hier. Ja, bis da hinten reicht es dann doch nicht. Ist das witzig. Das ist wahrscheinlich die einzige gute Runde, die ich mit dem Bamboozler haben werde. So, nochmal hier Gegner verschrecken. Da will einer hinten rum. Da will einer hinten rum. Als ob. Ich und mein Aim, ey. Aber ich finde es halt mit so einer Waffe trotzdem einfacher noch zu treffen, als zum Beispiel mit dem, was habe ich letztes Mal gespielt? Die Gallen. Die so, wo die Kugeln halt so breit gefächert rumfliegen. Scheint wieder eine seltene Begebenheit zu sein, dieser Dreifarbkampf. Egal. Inklingbande mit Klecksern. Oha, Färbepower extrem. So, ihr macht die Base, ja? Ich bin nicht zum Färben geeignet. Ich gehe einfach direkt mal hier hoch. Nehmen die. What? Wieso waren die so schnell da? Man. Ja, gut. So habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Ist da etwa einer? Au! Hey, manchmal ist die Range nicht vertretbar. So, eigentlich das Einzige, was ich machen kann auf dieser Map, ist da hochzugehen, aber natürlich nicht so. Oh, diese Robobombe bleibt irgendwie überall hängen, oder? Schmeißt er das auf mich? Das kommt aber nicht in die Tüte. Kriege ich den jetzt hier? Ich kann da nicht runterschießen, der macht das clever. Dafür ist eigentlich die Robobombe, aber
Naja. Was ist denn hier los, ey? Ist alles orange. So, hier ist einer down. Ich kann die Robobombe nicht werfen, Mann. Stirb! Als ob der das überlebt, weißt du? Oh oh. Ist der da runtergefallen? Yes! Unterstützung durch Gegner, Unfähigkeit. Kann man immer haben. Wasserspiegel fällt. Oh oh. Der wollte zu viel. Oh, ich habe ihn getroffen, aber... No! Oh, Kati. Wir kriegen die aber nicht unter Kontrolle, ne? Die haben halt zu viel Färbepower, glaube ich. Ja, wir kommen gar nicht nach mit dem Umfärben, was die hier alles machen. Jesus. Wir haben irgendwie nicht die richtigen Waffen dafür. Ach, der hat sich da versteckt. Natürlich. Feigling. Feigling! Das ist halt echt dumm, ne? Wo ist er denn? Ja, wenn ich nur die Gegner manchmal besser sehen würde, wenn sie in der Tinte untergetaucht sind, aber ich habe da echt kein Auge für. Okay. Färben! Das ging daneben. So, jetzt einfach noch einfärben. Mehr kann ich nicht mehr machen. Ah, das ist halt echt blöd, ne, mit der Waffe. Du kannst nicht färben. Ich müsste mehr killen und dafür bin ich auch nicht. Oh. Werde ich etwa noch zum Bamboozler Main? Ja, genau, Gesamtleistung. Ich weiß nicht, wie das Spiel das berechnet. Völliger Unsinn. Ah. Oh. Kein Dreifarbkampf und dann auch noch die Arena hier. Die andere ist irgendwie besser geeignet, wenn man da einmal die Mitte hat, ne? Naja. Das hier ist mehr Chaos. Und ich stürze mich direkt ins Getümmel. Bitte nicht ins Wasser fallen. I hate it. Der hat einen Roller. Hab dich genau gesehen. Ich habe gerade ein Platschen gehört, als ob mein Teamkollege in den Abgrund gefallen wäre. Das ist echt eine coole Stellung hier, die zu halten. Das ist natürlich nicht so cool. Ist der wirklich gestorben? Das ist natürlich nice. Da beschwer ich mich. Ich guck einfach, dass hier keiner kommt, oder? Was ist das für eine... Was hat der für eine Waffe? Achso, das ist der Krebspanzer. Okay. Ich dachte gerade... Ach, ich wollte nicht runterfallen. Shit! War zu glitschig. Da ist einer bei uns in der Base. Ist das ein Gegner? Nein. Manchmal... Ich glaube, ich bin wirklich farbenblind. Ja, komm nur her, du! So, ich will nicht, dass hier einer herkommt. Das wäre höchst dramatisch. Jetzt habe ich keine Tinte mehr. Da ist einer von uns gestorben. Oh, no! Habe ich zu spät bemerkt. Voll erwischt. Ich hätte so gern auch diese Fähigkeit, wo man in den letzten 30 Sekunden stärker wird. Weil die ist so gut für den Revierkampf. Nur ich habe noch nie ein Ausrüstungsstück damit gefunden. Ja? Weder im Spiel noch in der Tenta World, in der App. Macht mich schon ein bisschen traurig. Da färben wir das hier noch ein. Dafür ist die Waffe sehr gut geeignet. Mhm. Wo ist denn der Gegner? Ich will wieder zurück. Auf meinen Stammplatz. Obwohl, das, ja, der kommt, die kommen gleich wieder. Das ist unheimlich. Ha? Ach, das ist... Lol.
Ich muss hier raus, Mann. Aber ich komme. Hier ist alles blau. Ich meine, soll ich den Vorstoß wagen, wenn alle hier sind bei uns? Ist irgendwie auch unsinnig, oder? Achso, ich dachte gerade, der hat mich durch die Stange, aber von hinten kam noch einer. Der macht das jedes Mal. Deswegen wollte ich da eigentlich nicht mehr hin, ne? Weil ich weiß, dass der Kalligraph da jedes Mal hingeht und ich kann mich mit dem nicht anlegen. Ich habe keine Chance gegen den. Dafür ist hier nicht genug Platz. Ja, hier reißen wir wahrscheinlich nichts mehr. Ich treffe den Typ halt auch nicht. Dang it. Vielleicht werde ich doch kein Bamboozler Main. Ein Team aus Inklingen mit einem Wikinger dabei. Ah, was haben die da alles am Start? Hässliche Waffen. Aber wir haben auch Färbepower. Das ist doch schon mal etwas. So. Auf nach vorne. Sehr gut. Nee. Da durchzuschießen ist eine Herausforderung für sich. Okay, die haben sich gegenseitig eliminiert. Im Moment ist irgendwie keiner von unserem Team da. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich will, dass der hier hochkommt. Strategischer Rückzug. Ja, verpiesel dich mal von da oben, Junge. Da oben sollte eigentlich ich stehen, ne? Und nicht der Typ. Ja! Ja, jetzt habe ich keine Tinte mehr. Ich habe sie beide einmal getroffen, aber es reicht halt nicht. Wow, echt jetzt? Wenn das eine Gallen 52 wäre, ist so lächerlich. Ich konnte das nie auf die Entfernung jemanden zu treffen. Schon gar nicht mit zwei Schuss. So ein Betrug, ey. So, das ist wohl mein Job hier, das einzufärben. Das geht auch relativ schnell, weil ich geradeaus schießen kann. Aber für mehr reicht's nicht. Oh Gott. Hast das, dass man nie nach unten gucken kann, ne? Nehmen wir noch die Bombe. Ja, ganz leicht außerhalb der Reichweite. Ich muss da oben drauf. Oh nein, den habe ich nicht gesehen. Ja, immerhin habe ich noch mitgenommen. Mehr war nicht mehr drin in dem Moment. So, ich gehe direkt mal dem nach. Moment, geht nicht? Doch. Ich glaube, der musste erst noch landen, deswegen ging es nicht. So. Oh nein, nicht das. Kann man das eigentlich zerstören? Wie? Ach so, nein, wirklich? Wie im Story-Mode, diese komischen Viecher. Man muss nur auf dieses Ding zielen. Das wusste ich ja mal gar nicht. Okay, dann ist es doch nicht so overpowered, wie ich die ganze Zeit dachte. Hab ich daneben geschossen, aber wie du? Da hat er sich gerecht, der Mr. Twaces. Und zwar volle Kanne. Das ist schlecht. In den letzten 16 Sekunden ausgewiped zu werden, ist eigentlich gleichbedeutend mit, du kannst direkt aufgeben. Wie? Dang it. Das war keine schlechte Runde, aber halt das Ende mal wieder, ne? Immer das Ende. Hey! Dreifarbkampf. Gegen den ultimativen... Ach nee, der ist ja auf unserer Seite. Der ultimative Feuerfan plus 5. Wie viel muss man spielen, um plus 5 zu kriegen? Das ist ja unheimlich. Mega, der Suchti. Tja, dann wollen wir mal. Ich finde, in diesem Modus ist es wirklich gut, die eigene Base einzufärben, weil der Gegner hier ja im Normalfall nicht hinkommt, ja, um das wieder umzufärben. Und man braucht das auch. Man braucht diese Prozente von diesem Bereich. Sagte ich gerade noch, die kommen nicht hierher? Surimi-Signal entdeckt, da ist es.
Nur werde ich da wahrscheinlich niemals hinkommen. Es sei denn, wir machen den hier. Okay, egal. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dann zählt die Zeit, die ich das jetzt nach oben gehalten habe, beim nächsten Mal auch dazu, ja? Also man muss es nicht in einem Mal aktiviert kriegen. Ich würde das halt so gerne mal schaffen, ne? Ich habe das noch nie geschafft, dieses Surimi-Signal zu aktivieren. Ich meine, das ist die dritte Runde überhaupt, die ich jemals spiele, aber trotzdem. Wäre schon ganz witzig. Ich glaube, die Strategie, die Special aufzuladen und dann davor zu gehen, die war nicht verkehrt. Weil dann sind die abgelenkt, ne? Ah, okay, da waren zu viele. Ich dachte, weil ich einen mitgenommen habe, ne? Aber sie sind halt zu viert und wir sind nur zu zweit. Wenn die anderen nicht gerade auch da sind. Ich glaube, hier fehlt uns ein bisschen Tinte an der eigenen Base. Weil wenn wir das Surimi-Signal nicht aktiviert kriegen, dann brauchen wir das dringendst. Ja, dass hier eingefärbt ist. Die Prozente fehlen uns sonst am Ende. Okay. Da war's. Uah, was passiert? So, hier ein bisschen färben. Komme ich eigentlich von hier aus an die ran? So, jetzt bräuchte ich noch mal ein bisschen Unterstützung. Fuck. Und dann hätte ich mein Special noch mal zünden können, ne? So war der Plan. Ist da oben? Kann man da einfärben? Ja. Das ist natürlich blöd. Egal, die letzten 25 Sekunden stehen an. Wir müssen noch mal unbedingt nach vorne. Sonst wird das hier nichts. Kriege ich mein Special nochmal voll? Ja. Aber niemand ist da. Da ist einer hinter mir. No! Ah, dieses Chaos. Ah. Tatsächlich gewonnen? Das ist so unfair, ne? Die haben da so schön ihre Mitte eingefärbt. Aber okay. Nee, warte. Ist das nicht die Musik, die normalerweise spielt, wenn man gewonnen hat? Und da stand jetzt aber... Moment. Wieso kapiere ich das denn jetzt nicht? Nee, wir haben... Ich würde so gern Dreifarbkampf spielen. Moment, was ist das für ein komischer Drift? Ich hab nichts gemacht. Das Ding hat sich von alleine bewegt. Ich schwöre. Guck mal, die Reichweite ist schon beeindruckend dafür, dass die Waffe so schnell aufgeladen ist. Ich glaube, in den richtigen Händen ist die Waffe schon gar nicht so schlecht. Wie ich immer dachte. Beziehungsweise es fehlt halt genau ein Meter, ne? Es fehlt genau ein Meter, dann wäre die Waffe perfekt. Ja, einmal da hoch und dann nach oben. Ist da hinten einer? Nee, oder? Habe ich mir mal wieder eingebildet. Bin paranoid ohne Ende. Nein! Wow! Der wird sich aber jetzt auch geärgert haben, dass das nicht getroffen hat. Ich stand eigentlich direkt an der Explosion. Ihr wollt hier durchbrechen? Wieso möchte ich das nicht? Ach. Wieso wird das nicht umgefärbt? Betrug? Wieso muss ich da 10-mal drauf schießen? Oh Gott, ich will da nicht runterfallen. Wo ist mein Kollege? Hier? Ja, ich glaube, ich kann den nicht retten.
Da ist ein Special-Feuerwerk gerade am Abgehen beim Gegner. Oh oh. Der geht echt da hoch. Ich glaube, ich krieg den nicht. Wo ist denn der jetzt? Shit. Dang it. Der macht sich da den Spaß, einmal oben rumzulaufen. Und ich kann nichts dagegen tun, weil ich nicht treffe mit der Waffe. Oh nein. Warte, kann ich zurück zur Base springen? Ich muss den aufhalten. Was soll ich denn machen? Ach, hier springe ich hin. Warum? LOL. Ich dachte, man kommt... Ach, vergiss es. Dafür gibt es keine Ausrede. Ich liefere mir jetzt einfach einen Zweikampf mit dem bis zum Ende. Den er wahrscheinlich 10-mal gewinnen wird und ich nicht. Danke, Nico. Sehr freundlich. Tinte, 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 Tintenzi. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Mhm. Färben Sie! Okay. Tada. War ein gutes Gefühl. Am Ende nochmal. Oder? Sollte eigentlich locker gereicht haben. Ja. gut, dass ich den aus der Base vertrieben habe. Zwar nicht sehr elegant, aber nur das Ergebnis zählt. Letztes Mal hatte ich über 100.000 Punkte, aber da hatte ich auch mal einen mal 10-Kampf oder sowas. Hatte ich bisher noch gar nicht. So, jetzt bin ich... was bin ich jetzt? Ist das die höchste Stufe, die man erreichen kann? Kannst du mir das bitte einfach anzeigen? Glorreich? Nein, das ist es noch nicht. Aber eigentlich reicht's mir. Ich mach Schluss für heute. Ich werde einfach noch ein bisschen spielen und aufnehmen. Und falls ich nochmal einen Dreifarb-Angriff kriege, dann lasse ich den drin. Aber alles andere nicht. So, ich habe tatsächlich noch einen Dreifarb-Kampf bekommen. Allerdings erst, nachdem ich schon aufgehört hatte aufzunehmen. Zum Glück gibt es ja allerdings die Replay-Funktion. Und deswegen schauen wir hier jetzt einfach mal kurz rein. Ich kämpfe an der Seite von Super Meermonster Lena und Tio und Art gegen Team Wasser. Ich bin mal auf den Pinsel umgestiegen, weil ich den als Kit sowieso am liebsten mag. Ja, was das gesamte Set angeht, aus Waffe, Sekundärwaffe und Special. Und überhaupt ist es sehr, sehr vorteilhaft im Nahkampf irgendwie einen Vorteil zu haben, ja, in diesem Modus, weil man ja doch relativ oft Auge in Auge mit dem Gegner steht. Besonders wenn man sich auf das Surimi-Signal konzentrieren will. Da ist es auch schon. Und ich dachte mir eigentlich aus den Kämpfen zuvor, dass ja, dieses Special eigentlich ziemlich cool ist, um die Gegner zu vertreiben oder sie dazu zu zwingen, vom Surimi-Signal wegzugehen und dann selber dran zu gehen. So, hier das andere Team tatsächlich es geschafft, das Surimi-Signal zu aktivieren. Und wenn das passiert, dann erscheint so eine riesige Sprenkelanlage. Da oben sieht man sie. Die jetzt kontinuierlich, und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, bis zum Ende des Kampfes Tinte verteilt. Und zack, da ist es mir auch nochmal gelungen. Ich sterbe zwar direkt im Anschluss, aber jetzt stehen auf beiden Seiten unsere riesigen Sprenkler. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Ja, den Rest des Matches muss man sich eigentlich nur noch aufs Verteidigen konzentrieren, sobald man diese Surimi-Signale einmal aktiviert hat. Irgendwie macht es Sinn, dass die nicht nach einer Weile wieder weggehen, weil sonst wird es sich ja gar nicht lohnen, die irgendwie mal zwischendrin zu aktivieren. Aber dass die natürlich den kompletten Kampf über dann da bleiben, das ist schon ziemlich gemein gegenüber dem mittleren Team. Aber dafür ist es auch relativ schwer, sie überhaupt erstmal zu aktivieren. Ich habe da übrigens vorhin einen eigenen Teamkollegen gekillt, ne? Das darf man nicht vergessen, dass man die Mitstreiter von der gegenüberliegenden Seite umbringen kann. Warum auch immer das der Fall ist, aber man ist eben nicht im gleichen Team. Das ist wahrscheinlich die Begründung. Man kämpft nur zufällig zusammen. So, die haben sich jetzt hier in die Seitengassen verdrängen lassen. Ja, die Mitte gehört quasi uns. Und
da habe ich kurz nicht aufgepasst, aber irgendwie habe ich es doch noch geschafft, sie mit meiner Special mitzunehmen. Ja, und von hier aus ist es eigentlich ein Selbstläufer. Die kommen da auch nicht mehr raus. Ich glaube, die spawnen sogar da in diesen Seitenarealen. Und wenn natürlich dann die Mitte erstmal den anderen gehört, dann kommst du da nicht mehr raus. Sehr schön. Freut mich, dass ich noch so einen Dreifarbkampf zeigen konnte. In voller Güte mit Surimi-Signal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.